Junge! Fahren! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mirror's Edge Catalyst, Folge 27. Wir machen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Das war knapp. Ja, viel Spaß weiterhin. Wow. War ein kurzer Ruck leer. So. Okay, jetzt müssen wir eigentlich da oben hin, ne? So. So, ja, es geht ganz normal weiter. Okay, ich klick dich jetzt ein. Dann mal los. Und auf zum nächsten. Beeil dich. Gut, das ist jetzt auf Zeit. Weg. Funktioniert hier alles? Sieht doch schön aus. Was macht sie denn da? Ist übrigens meine dritte Aufnahme heute. Ich habe mir überlegt, so, ja, wäre cool, wenn wir das Spiel dann doch nochmal schaffen. Ich kann jetzt aber auch nicht so viel aufnehmen. Deswegen hoffe ich dann trotzdem. Was macht sie denn da? Wie blöd kann man eigentlich sein? Okay, es war so. Ich hatte ja vor zwei Folgen einen Rage Quit am Ende, ne? Es geht wieder los. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine. Ach, ey, das ist doch. So. Guck mal, hier. So, runter und hier. So. Auch wenn ich gerade. Deine Arbeit? Ja, weil ich die Arbeit mache. Ich laufe hier rum auf Zeit, um die ganzen Punkte zu erreichen. Du musst nur auf den Knopf drücken. Ich drücke für... Ich hab 10-mal die Taste F gedrückt. Geht nicht. Ah! Na, was soll's. Wir bleiben ganz ruhig. Kompressor springt schön an. Ist doch wunderbar. Na, okay. Ja, ich muss das hier wieder machen, ne? Guck mal, ich drücke Stumm. Egal, das Spiel ist gerade ein bisschen. Ich weiß nie jemand verwürdigen, wie komplex meine Arbeit eigentlich ist. Weil meine viel schwieriger ist, Alter. So, hier guck mal, ich drücke F. Es passiert einfach nichts. Oh, jetzt! Wow. Wow. Also, das ist schon. Ach, müssen wir jetzt 3 Minuten laufen bis zu diesem Punkt? Ja, moin. Das ist wahrscheinlich genauso knapp wie eine Mission. Oh, wenn es wirklich so ist, dann ist es Horror. Weil ich doch nicht 1000-mal diesen ewig langen Run hier mache. Oh, geil. Ich habe dafür echt keine Zeit. Hallo. Ich drücke D für rechts und sie springt nach links. Was soll das für eine Scheiße? Und jetzt muss ich wahrscheinlich alles mal von vorne machen. Ne? Oder bei den Krugersack-Dingern war. Dann geht's, aber sonst geht's gar nicht. Ja, geil. Ich verstehe wirklich nicht, was das soll. Wie kommt sie denn darauf, nach rechts zu springen? Ich habe nur Steuerung gedrückt. Nicht rechts oder... Oh, na gut, ich drücke jetzt einfach mal links. Links. So. Das ist doch so unglaublich. Aber wahrscheinlich geht meine Aufnahme hier gerade im Bach runter, Alter. Lol. Ja, wahrscheinlich läuft die Aufnahme gerade nicht. Oh, please. Wen wollt ihr hier eigentlich verarschen?
Habe ich was im Hintergrund? Falls die Aufnahme lecken sollte, tut mir es leid, weil die FPS sind gerade etwas niedrig im Aufnahme. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's wieder. Richtig komisch. Verdammt. Kruger Sack hat mitbekommen, dass hier was im Busch ist. Sie haben eine Patrouille zum zweiten Hub geschickt. Wer muss denn die Plattform? Was machst du? Ich habe nichts gedrückt. Ey, ich muss es jetzt alles nochmal von vorne machen. Ey, wenn ich es jetzt nochmal von vorne machen muss. Ja. Moin. Junge. Verdammt. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr es gesehen? Sie ist darauf, prallt ab und fliegt einfach runter. Und jetzt mache ich den ganzen Müll wieder von vorne? Das ist so scheiße gebaut. Die zwingen, guck mal, die zwingen die Leute dazu, noch länger dieses... Okay, so... Das Spiel macht sich gerade wieder extrem unbeliebt. So eine Scheiße. Ich meine, was soll das? Entwickler! Was baut ihr da? Dann baut doch wenigstens einen Speicherpunkt dahin. Dann wäre es doch schon okay gewesen. Aber nein. Man muss diesen ganzen Müll ja auch nochmal machen. Alter. Sorry, aber so, wird mir das zu blöd. Wirklich. Also da investiere ich doch nicht meine Zeit rein. Ich muss die ganzen Videos heute noch schneiden und mindestens zwei rendern. Und das dauert schon lange genug. Kruger-Sack hat mitbekommen, dass hier was im Busch ist. So. Wir haben eine Patrouille zum zweiten Hub geschickt. Zieh dich. So. So, jetzt sag mir, wie es geht, du Kackspiel.
guckt ihr das mal an hier. So. Ey, guckt ihr das mal an hier. Guckt ihr mal an, wie die läuft. Die reagiert gar nicht auf meine Steuerung hier oben. Boah. Guckt ihr das an. Die läuft geradeaus rauf. Wen willst du hier eigentlich verarschen? Jetzt ist dieses Ding nicht da. Jetzt bist du aber gefälligst da. Alter, wen willst du hier eigentlich verarschen? Ich arbeite dran, nur leider. Alter. Wow. Im zweiten Hub. Die Verbindung müsste jeden Moment stehen. Wow. Ich habe uns ein bisschen mehr Zeit verschafft. Mach dich jetzt auf den Weg zum letzten. Alles klar. Okay, jetzt haben wir endlich einen Speicher. Kack, Speicherpunkt. Sind FPS jetzt wieder da? Ja, ich hatte kurzzeitig FPS verloren. So, jetzt sind sie wieder da. Gut. Wow. Aber ihr habt gesehen, ne? Das war ja wirklich inakzeptabel, wirklich. Oh, schon wieder. Warst du auch noch? Okay. Hallo. Noch 60 Sekunden. Schneller. Ich arbeite dran. Achso. So geht's auch. Wo ist denn der Müll jetzt? Da komme ich aber hoch. So! Du hast es geschafft. Ich habe vollständigen Zugriff. Die Züge gehören mir. Jetzt sollte es für dich kein Problem mehr sein, die Schar zu erreichen. Plastik. Gibt es eigentlich irgendwas, das du nicht kannst? Klar doch, alles Mögliche. Außerdem werde ich mich nach all dem hier erstmal eine Weile vom Grid fernhalten müssen. Alles, was ich tue, hinterlässt Spuren und früher oder später wird die Gridwatch sie finden. Das schafft selbst ein Idiot. Ich wusste es. Sie wollten dich in einen Hinterhalt locken. Mach, dass du da wegkommst, Faith. Hopp. Da mach ich schon mal nicht mit. Lass mich da mal ganz schnell in Ruhe, Alter. Wow. Lass euch leben, aber dafür bleibt mir mal hier vom Leib. Wow, das war knapp. Ah, fuck. Boah, lasst mich mal. Ja, seid dann doch zu unfähig zum Treffen, ja. Wow, ist ja okay. Fokusschild bitte. Das ist gut. Kein Freischussfeld ist gut. So, erstmal Kameras ausmachen. Hopp. Ah. Vito hier. Wir schneiden jetzt die Person den Weg ab. Wie willst du das schaffen? Ist ja dann letztendlich doch wieder zu lang. Bam. So. Du hattest zwar Angst, du würdest es nicht schaffen, aber ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Ist doch klar. So, wir haben ja schon relativ viel hier, ne? Aha. Komm, bisschen Sicherheit, oder? Bisschen Kampf, ne?
Leichte Übergangsangriffe bauen einen Vorschlagsteller auf. Na, ist doch gut. So. Wo führt uns dieses Ding denn jetzt hier hin? Zur nächsten Mission. Die Shard. Ja, genau. Was ist denn? Ah, jetzt juckt mein Ohr hier. So. War schon wieder ein bisschen zu viel Zeit mit verschwendet. Wo war denn der jetzt? Hallo? Hm. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg dahin. Wir sind ja sogar relativ nah dran, ne? Ich wollte das Spiel eigentlich jetzt so langsam mal durchhaben. Wir haben es uns einfach verdient. In ein paar Tagen kommt ein neues Projekt und bis dahin wäre es ganz nett, wenn wir das durchhaben. Oh yeah. Das war Skillo. Meine Damen und Herren, das war Skill. Seht ihr, da sind wir schon da sogar. Dann haben wir sogar noch ein bisschen Zeit, die Mission zu beginnen. Und ich nehme es ja eh direkt danach nochmal auf, noch eine Folge. Aber es klingt halt immer noch nicht nach der letzten Mission, ne? Leider. Wow. Okay, doch, wir sind doch ein bisschen weiter weg. War es so weit noch? Ich dachte, wir wären. Wir wären näher dran. Offensichtlich an irgendeinem anderen zu Hause. War da nicht unser Hauptquartier? Bla bla bla. Ja, ich sehe genauso aus, aber ich bin es ja vielleicht gar nicht. Mal wieder auf Kurs. Und nun. So, hier sind wir dann aber. Genau. So. Zack. Plastic und Dr. Maera haben den Reflection-Virus fertiggestellt. Mit ihm kannst du Krugers Reflection-Projekt zerstören, um nicht nur Icarus und Dr. Maera, sondern auch Millionen andere Bürger in Glass vor der emotionalen Versklavung zu bewahren. Begib dich in Plastics Versteck und nimm den Virus an dich. Dr. Maera und Plastic werden wissen, was nächstes zu tun ist. Super, machen wir. Eine Konsole im Hauptkontrollraum der Shard. Lade den Virus dort hoch. Er wird das Trägersignal dauerhaft unterbrechen und so die Reflection-Naniten deaktivieren. Du musst einfach nur ganz nach oben. Der Rest regelt sich von allein. Mehr oder weniger. Kinderspiel. Genau. Das war der größte Run aller Zeit. Oder mein Tod. Na dann gehen wir es mal an. Noch einen letzten Rat? Nicht sterben. Ich schließe mich an. Das ist unsere Chance, Reflection im Keim zu ersticken. Also, los, Kleine. Rette uns alle. Ja. Super. Aber das hört sich dann...
doch durchaus nach einer Finalmission an. Wohin jetzt? Du verarscht. Da lang. Perfekt. So, die Folge ist aber gleich vorbei, aber wir rennen hier noch ein bisschen, dass wir das nächste Folge nicht machen müssen. Mache ich das lieber jetzt. Die Zeit ist ja noch nicht ganz um. Wir machen nochmal 2-3 Minuten drauf. Wir haben es geschafft, einen Zug bereitzustellen. Erwartet an der Transitstation Zephyr auf dich. Und ich werde ihn steuern. Wir haben außerdem die Sicherheitssysteme deaktiviert. Du solltest die Shard also ohne Zwischenfälle erreichen können. Das ist doch toll. Wow, Alter. Habe ich fast gerade übersehen. Wow. Naja, passt doch. So, okay, gut. Dann würde ich mal sagen, das war's jetzt für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir hier direkt die Mission, die Shard, starten. Ich bin sehr gespannt, ob es dann tatsächlich die letzte Mission ist oder eben mal wieder nicht. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.